Das Erfolgsrezept von Paare. Also ich glaube, das gucken so viele, weil es geht halt um diese eine Unbekannte im Leben, die noch geblieben ist. Also die Liebe und wie es mit der Liebe läuft. Wenn man in so einer Gesellschaft sozusagen eigentlich alles schon durchgeplant hat. Nicht? Wenn man weiß, welchen Beruf man macht, wo man wohnen wird. Und die finanziellen Fragen sind geklärt, man ist gesund. Dann gibt es trotzdem immer noch diese Unbekannte, wird die Person, die mit mir lebt und neben mir schläft, mich morgen noch lieben. Davon gibt es halt keinen, da gibt es halt keine Garantie. Und bei dieser Serie geht es halt genau darum, dass wie geht man damit um, wenn eigentlich alles geklärt ist und dann doch nichts in Wirklichkeit, weil die Person, mit der man das alles geplant hat, auf einmal nicht mehr liebt oder anders liebt oder was anderes will. Und da findet sich halt jeder wieder. Jean-Paul Belmondo und Anouk Aimée. Wahrscheinlich wird sie ihm vorwerfen, dass er zu kindlich ist. Das ist oft so. Das ist oft so, dass der. Und dann wird er sich sehr aufregen und am Ende lieben sie sich umso mehr. Die große Entdeckung als Schauspieler war für uns Heiner Lauterbach. Kannte ich natürlich schon, aber so wie der gespielt hat, und er spielt halt einen Mann, der 30 Jahre älter ist als seine wunderschöne Frau, die auch noch eine Russin ist, und wo er sagt, ja, ich weiß schon, was Sie denken, Sugar Daddy, das denken Sie doch, ne? Klar denken Sie das. Aber in Wirklichkeit ist das die schöne Liebesgeschichte, nicht? Weil meistens sind in diesen Folgen sind alle Paare verrückt. Denkt man sich so, was ist denn das für eine furchtbare Geisteskrankheit, die ihr da habt? Ihr armen Leidenden, dass ihr immer noch zusammenbleibt, obwohl ihr so verschieden seid, obwohl ihr überhaupt nicht mehr die gleichen Interessen habt und Ziele. Und dann kommt die Folge mit Heiner Lauterbach und seiner jüngeren russischen Partnerin. Und das ist dann eigentlich die versöhnliche Folge, die letzte Folge, wo alle von außen gucken und sagen, natürlich, klar, ein alter Sack mit Geld, eine junge, hübsche Russin. Aber das ist dann die schöne Liebesgeschichte. Die würde ich empfehlen.